Lala, lialo. Weiter geht's. StarCraft 2 Action. Und das ist hier wieder ein Casual Replay. Zugeschickt von einem der beiden. Ich denke, wir werden es am Ende wissen, denn ich denke mal, der Sieger hat das dann hier zugeschickt. Ich weiß nicht, wer es ist. Auf jeden Fall spielt hier Ex-Sanguis gegen Keran. Das Ganze ein PVZ auf dem Shatter-Tempel. Die Liga ist mir auch unbekannt. Ich weiß wie immer nix. Und APM 2030, oh, könnte auch ich sein. Und ja, wir wissen nicht, was es ist, worum es hier geht. Ich habe auch keine Ahnung, was hier los ist hier. Was ist das hier überhaupt? Was passiert hier? Die hovern hier über diesen komischen runden Fladen. Sieht so aus wie so eine Pizza irgendwie, so ein Pizzateig, der schon ein bisschen gammelig ist, beziehungsweise Pizzabelag, so rote Soße und in der Mitte so ein Riesenhaufen mit Hörnern. Ganz komisch. Und hier auch so ein eckiger Pyramidenkasten mit Knight Rider-Viechern, die hier hin und her fahren. Ja, ich merke schon, das ist irgendwie nicht lustig. Ich komme da nicht mehr raus. Ich höre einfach auf. So. Evang. Exangui, ich wollte schon der Evangelist sagen hier, fährt rum und sieht jetzt hier, aha, Overlord, der sich nicht wieder zurückgezogen hat, nachdem er den Nexus gescoutet hat, sondern gibt seine Position preis. Hier der Zerkeran aus Teheran. Ja, weiter geht's hier. Der Pool kommt noch nicht. Der Zerg droht hoch. Hier 15, 15 aktuell. Das sieht nach Fast-Exe aus hier vom Zerg. Oder halt auch 15 Pool. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Zerg hat auf jeden Fall hier schon eine Menge Kohle am Start. Ja, oh, sogar hier, wie ich sagte, 15 Pool. Das sieht man nicht so oft. So ein 10er-Pool ist okay oder weiß man, was es wird. Aber so ein, oder ein 13-Pool, 13 Gas, aber 15er-Pool? Sind wir mal gespannt, was er vorhat. Scheint eventuell doch noch hinterher exen zu wollen, denn er kämpft hier schon mit Exang Guis hier um die Vorherrschaft in der Natural Expansion. Ein Pylon steht. Auf der anderen Seite der Overlord sieht das fertig werdende Gateway. Ein Gas läuft hier auch schon auf der Seite vom Zergi. Geht's jetzt hier auch los mit der Gaserei? Ich gieße mir mal hier ein leckeres Schlückli ein. Oh, lecker, lecker. Pool ist jetzt hier auch durch und was gibt das hier? Könnte vielleicht noch so ein verspäteter kleiner Rotspild werden oder auch nicht, denn jetzt wurde hier gerade die Expansion gesetzt. Von Zerg und vom Protoss kommt jetzt hier der Schlitzwolle mit dem Bersen, dem Chor und dem Gateway und draußen. Ja, das Wetter ist umgeschlagen, hat er vorhin schon hier so dolle gestürmt und jetzt regnet es auch noch und der Wind, das himmlische Kind, bläst hier alles um. Die Katze ist auch total erschöpft jetzt, weil er vorhin schon wieder so viel Faxen gemacht hat. Liegt in seinem Sessel und pennt. Beziehungsweise er tut so. Jetzt, wo ich wieder über ihn spreche, dann guckt er wieder hoch so, na, sprichst du über mich? Ja, abgestochen wird er nachher und dann kommt ein Topf, aber vorher auch noch in Ofen. Und dann hier Doppelgas für Protoss. Hier unten gibt es jetzt mal den Pylon als nächstes. Kommt ein Stalker und eine Sentry hier in Kö plus dem Warp Gate Tech hinterher. Hier der Pool, der Pool, der Tower wird gehalten von den zwei kleinen schnuckeligen Lingen. Speedling Upgrade läuft beim Zerg und warum zum Teufel gibt es hier eigentlich keine Ingame-Musik? Weil sie aus ist. Ja, jetzt ist sie wieder an und los geht's. Protoss kommt raus, will an den Watchtower. Ah, die Dinge ziehen sich hier nochmal zurück, kommen davon. Und ja, der Overlord hier vorne, schön auf dem Highground verzogen, hat er gut gemacht. Der Keran, ja, One Gate Expert hier. Eieiei. Das ist aber sehr riskant. Weiß er denn mittlerweile, dass hier die Echse ist? Nee, er weiß nichts von der Echse. Er weiß von dem späten Pool. Sonst weiß er nichts. Also das ist super riskant, hier von Exangui ist hier so eine One-Gate-Echse zu spielen. Gibt zwar jetzt hier noch ein zweites Gateway hinterher, hat auch eine Sentry, einen Bersen und einen Stalker. Aber wenn der Zerg jetzt zum Beispiel so ein Roach-Build hier, was ja Dark Force scheinbar gerne spielt gegen Protoss, hat er ja gegen Jax zweimal gemacht, hat zweimal nicht geklappt. Dann wäre hier schon Ende im Gelände für Exangui. Also das ist wirklich super riskant, eine One-Gate-Expand gegen Zerg, da kommen jetzt auch die ersten Dinge an, gefetzt, aber der Wall-In ist jetzt hier abgeschlossen mit Wall-Ins, mit Pylons und Gateways. Und ja, so geht es mal los. Ja, ein Stargate kommt hier hinterher, das sieht man in letzter Zeit ja häufig. Ein frühes Stargate gegen Zerg ist halt wie halt auch der Starport vom Terraner mit Bengis.
Da ist ja der Zerg am Anfang sehr, sehr anfällig. Hat nur seine Queens, dann halt die Evo-Kammer. Und haben sie ein bisschen gebufft, das Ganze, indem halt jetzt die Eingrabzeit der Spores etwas verringert wurde. Und jetzt gibt es ja auch mehr Gas. Es gibt den T2 und Zerg könnte jetzt so langsam nochmal hier seinen Overlord hier bewegen. Dass er mal das hier sieht. Das schöne, schnuckelige Stargate. Eine Menge Sentries jetzt hier am Start. 46, 51, Income 33, 42. Zerg voraus, droht weiter hoch. Stargate jetzt fertig. Und jetzt gibt's hier das Volt Race. Volt Race, ich hab's immer wieder gerne gesagt. So schreibt man es. Oh, da gab's wohl gerade eine Pause. Volt Race. So, hier, so. Haben mich doch mal ein paar angeschrieben. Oder einer war es mal, der hatte mir irgendwas schreiben wollen. Und da hat er statt Volt... Void Ray hat da Volt Race geschrieben. Fand ich sehr lustig. Ich hatte mal die Idee, so ein Thread aufzumachen mit lustigen Einheitennamen, aber dann heißt es hinterher wieder, wie so oft, ich mache mich über die Leute lustig. Was ja nicht stimmt, ich lache vielleicht mit ihnen, aber nicht über sie. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und beim Zerg, was gibt's beim Zerg? Da gibt's super schnelles Infestation Pit hier. Und eine Double Evo Kammer. Also will er hier wohl Speedling Infester spielen? Vielleicht. Das ist auch ein sehr cooler Bild. Sehr, sehr stark. Mit den Lingen halt, wenn er die Upgrades entsprechend bringt. Und halt hier Fangeln und Mind Control eventuell. Und ist halt auf jeden Fall hier mit den Evos hier auf der sicheren Seite. Ja, es kommt hier Melee 1-1 und Ground Armor und zwei weitere Queens. Hat er denn mittlerweile was von der Evo hier? Ja, von, er hat hier den... das Stargate gesehen, das Voidray Phoenix hier, geht hier gegen den Overseer. Ja, hat er hier aus dem Obi hier halt einen Overseer gemacht und ist hier nochmal rübergeflotzt. Rübergeflotzt und jetzt gibt's halt hier pathogene Drüsen, pathogen Glands. Es gibt den Overlord-Dings hier. Overlord-Speed. Was hat er vor? Kommt er mit den Voidrays weit oder wird das enden wie das Gerüppel hier, was hier schon rumliegt? Das stückelte, zerhackte... Void Ray, der Protoss auf jeden Fall hier oben links am expandieren, während der Zerg hier mal ans Gold geht und kommt jetzt hier auch nach vorne mit drei Phoenixen und einem Void Ray und dann gucken wir mal. Ah, hier die Queens, drei Queens, der King of Queens, Exangui hier, Micro aber läuft hier auf der Seite von Exanguis. Zwei, drei Queens geliftet, aber es sind zu viele. Da muss er abhauen. Makro-Hedge jetzt hier auch noch gepflanzt von Keran. Der kann hier ganz entspannt hoch, Makro. Und der hat jetzt hier gesehen, ja, komm doch mit deinem Phoenix, mit deinem Void Race. So, alles scheiße. Kommst hier nicht rein. Und jetzt gibt es ja auch ein bisschen Creep-Spread. Wollten mich gerade beschweren, dass es hier so wenig Creeps gibt. Aber jetzt hat er hier den Creep reingehauen. Overlord spielt es durch. Pathogene Grüßen auch. Auf der Seite vom Protoss gibt es jetzt noch weitere Gateways. Und die Robo-Wobke-Tech ist durch. Jetzt gibt es ja auch noch das 1er Luftwaffen-Upgrade. Bin ich gespannt, ob er damit durchkommt. Es gibt auch sogar noch eine Charge. Templar-Archiv, was baut er denn nicht noch alles? Charge hier, Blink, Twilight Council, Robo, Stargates, alles am Start für den Protoss. Bin ich gespannt, was dann da am Ende bei rauskommt für eine Unit Composition und ob es funktioniert gegen den Zerg, der ja Speedling Infester spielt. Slide hier gerade auf die Gold. Wir gucken nochmal aufs Income. 67, 63, also beide hier ganz gut im Makro-Mode. Und hier hinten die Phoenix sind nochmal so ein bisschen auf Overlord hier jagt. Dafür sind die immer gut. Oh, was ist da los? Ich muss kurz Pause machen. Ich guck gerade... Ah, hier, Fernseher läuft nebenbei. Das Model und der Freak. Das Model ist aber echt... Ach, das ist Jana Ina. Nee, dann doch nicht. Dann haben sie die eben nur aus einer Perspektive gefilmt, wo sie gut aussah. Also Jana Ina, diese dumme Zicke da, die können sie gleich abstechen. Die ist doch bräsig im Kopf hier. Oder wer war das? War die doch gut? Ich weiß nicht mehr so genau. Die ist doch hier mit diesem Giovanni zusammen. Das allein das ist schon totaler Schwachsinn. Giovanni Zarella. Ja. Wir haben uns so lieb und zeigen unsere Hochzeit und alles, Kind, alles hier im Fernsehen. Toll. Kriegen wir nochmal 1,80 €. Und der Zerg hier mit Sporecrawlern jetzt am Start. Roach Warren kommt noch dazu. Also Speedling-Infester Roach. Beziehungsweise Linge. Wo sind die Linge übrigens? Der hat doch noch ein paar Linge gehabt. Ach, hier hinten. Nächste Exe schon hier für den Zerg Kerat, während auf der einen Seite hier die Phoenix noch mal ein bisschen Action zu machen versuchen, aber es klappt nicht. Fange läuft hier, kriegt eine Queen down, aber dafür eventuell jetzt hier alle infest. Warum macht er denn die nix? Könnte doch noch mal ein bisschen fangeln. Was macht er denn hier? Der verliert hier alle
Phoenix, bis auf einen, aber auch der Zerg hat hier ein, zwei Investoren und eine Queen verloren. 2-2 Upgrades, Melee und Carapace. 22 Probes gerade nochmal im Bau für Zerg. Alter Verwalter, dann hat der 82 Probes. Und das ist eine ganz gute Zahl für 4 Bases, 80 Probes, da kann man schon mal gut Income generieren. Der Zerg und der Protoss hier mit einer Forge, weiteres Gateway. Der Unit-Mix ist hier noch nicht so ganz erkennbar für mich, denn wie gesagt, er könnte alles bauen. Der hat ja alles, der hat ja Twilight, hier Robotech, kein Problem, gibt's alles jetzt hier beim Protoss. Der hat sogar 3 Forges, hier vorne 2 und auch noch hier die dritte. Und ja, was will der Protoss bauen? Er hat wie gesagt Gateways, er hat Robo, er hat Twilight, er hat sogar Double Robo. Hey, warum nicht? Double Robo, Gateways, Twilight Council, Templar-Archiv, Koloss-Tech, alles am Start. Für den Fall der Fälle kann er mal alles bauen. Und der Zerg hier auch mit seinem T3 Roach Speed kommt. Und nochmal 17 Probes für Zerg. Und Protoss holt nochmal 7 Gateways für den Fall der Fälle. 130 gegen 130 ist Supply. Und der Zerg hat nochmal mit 20 Probes. Ist der wahnsinnig. Jetzt hat er schon 88. Protoss auch schon auf 86. Die machen hier ein Makrofest. T3 gleich durch. Roaches im Bau. Roach Speed gleich ready. Hier hinten übrigens noch ein Phoenix von Exanguis. Auch der macht sich jetzt hier mit dem angeschlagenen Void aus dem Early Game Opening hier mal den Stein weg hier. Die Goldechse frei. Nächste Halluzination geht los. Hier die ersten Templer laden sich auch schon auf. Und was wird das hier beim Protoss? Der hat jetzt hier einen leichten Gateway-Mix. Hat hier 1-1er Upgrades. 2-2 kommt. Thermal Lance kommt. Kolosse kommt. Nochmal 4 Gates sind unterwegs. Jetzt gibt es auch noch einen Spire vom Zerg. Also die bauen beide alles. Jetzt fehlt nur noch, dass hier ein Hydra-Bau, Nydos Netzwerk, Ultralistenhöhle kommt, dann kann der hier auch alles bauen, was er will. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal noch einen weiteren Overseer, der hier total loslegt mit 2-7 Speed. Und ja, der Void Ray hat hier wohl eben noch mitgeholfen, den einen Pylon wegzulöhnen. Denn da war ja ein Pylon vorhin noch. Jetzt gibt es halt hier Charge Slot, Koloss, Void Ray, Templar, paar Sentries noch mit dabei, gleich 2-2er Upgrades. Neural Parasite gibt es noch hinterher, die Voids helfen jetzt hier noch mit dabei, den Stein abzureißen und auch Zerg geht jetzt hier hinten mal in die Echse rein. Also wann gibt's hier den großen Knall? Units Lost 1-3, 1-7, 7-8. Units Lost, wie gesagt, nach 16 Minuten. Hier ist nicht sonderlich viel passiert. Zerg holt sich die Map Control, macht hier den Kack-Modus der Ovis an, hat hier den Creep ziemlich stark schon gespreadet. Und Protoss hier steht hier mit so einer Art Deathball. Und bin ich gespannt, wie das funktioniert mit dem Fangel, mit den Charge-Slots. Aber er hat ja auch eine Menge Feedbacks und Storms hier. 5 Templer. Ja, Zerg macht das hier, das Typische. Ich weiß gar nicht, welcher Zerg das hier erfunden hat. Dann hier im, Late-Mid-Game, beziehungsweise im Late-Game dann hier die Mitte alles voll zu pflastern mit Spinecrawlern. Der Zerg kriegt jetzt hier auf jeden Fall schon mal die ersten Tumore abgerissen. Und Protoss zieht sich aber hier wieder zurück. Beide gleich maxed. Protoss ist es, Zerg beinahe. Nochmal 3 Stargates hier. Gar kein Thema. Wo sind sie? 3 Stargates hier, also der kann hier pumpen. Der hat Gateways, der hat Double Robo, 4 Stargates hier, Twilight, 3 Forges, auch alles da. Für den Protoss und hier die Gates bitte noch aufklappen. Und das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Der haut ja auch die Upgrades raus, 3-3 für die R-Armee, kommt auch nochmal 1. Zerg hier mit der nächsten Echse schon am Start. Und jetzt geht's hier los. 4 Kolosse im Mix, viele, viele Bersen, eine Menge Templer auch dabei. Mit dem Observer Creep da hier, beziehungsweise geht's hier gegen den Creep, das wollte ich sagen. Und der Zerg hier mit seiner Roach Infester Corruptor Armee, auch sehr, sehr stark gegen das, ist eigentlich genau das, was er hier braucht. Lässt sich hier aber schon ein bisschen die Roaches herauslocken und hier unten gibt's auch gerade noch, wo ist er? Hier, da. Der Greater Spire, das Haus mit dem, oder wir machen's wie Special Entry, wir kommen hier so angefahren. Hier, Devilhead Building und tralala, ihr wisst schon. Ja, Neural Parasite hier, geht ein bisschen daneben. Bitte mal so ein bisschen jetzt hier mit den Units Action machen. Auf der anderen Seite aber hier auch gerade ein kleiner Gegengo mit den Lingen, die sich gegenseitig behindern. Hier Feedbacks schön in die Investoren. Der Protoss überrennt ihn hier, weil Zerg pennt. Zerg verpennt hier den Go und ist zu sehr damit beschäftigt, hier hinten mit den Bersen hier gegen die Linge zu kämpfen. Ich bin mal so umgekehrt, mit den Linken gegen die Bersen und steht dabei auch noch schlecht da. Und hier hinten aber eben noch weitere Feedbacks und Storms gesehen. Also Protoss jetzt hier, der brutzelt hier den Zerg. Alles Schrott. Alles zu Klump. 188 zu 150, weil der Zerg baut nochmal ein paar Infestoren.
und Roaches nach. Die ersten Broodlords aber jetzt nicht am Start. Kann Xerkis hier nochmal zurückkommen? Mit seinen eben gemorphten Broodlords. Und der nächste Storm hier nochmal schön auf die Roaches, aber dafür kriegt er hier die Kelle. Der nächste Storm, was soll das denn? Der geht hier ins Leere. Was ist da irgendwie, keine Ahnung, was da los war. Jetzt gehen auf jeden Fall hier die Gates auf. Ich bin gespannt, ob die hier oben auch offen sind. Nein, die sind noch zu. Und ja, da hat der Protoss hier den Zerg hier böse erwischt, hat hier erst alles verloren, aber dann war er vielleicht ein bisschen zu greedy und hat jetzt halt hier aber auch eventuell nicht mit den Broodlords gerechnet und dann halt eine ordentliche Schelle gekriegt. Und der hat ja hier, was hat er denn? Ja, zwei Zweier Brütlinge und das haut natürlich ganz gut rein. Protoss zieht sich hier zurück und kommt jetzt aber hier mit einer Menge Voidrays raus, die natürlich spitze sind hier gegen die Broodlords und der hat ja auch keine Corruptor mehr am Start. Also da kann er jetzt hier ordentlich gegen löten. Und die nächsten Fangels aber hier sitzen gegen die Voids. Vielleicht nochmal ein. Ich weiß es nicht. Nein, keine Energie. Doch, der hätte noch einer. Aber hier die Kolosse, wie sie brutzeln, die Voidrays, wie sie löten. Und die Broodlords und Roaches versuchen noch ihr Bestes. Kriegen es aber nicht hin. Da gibt es nochmal ein paar Biobälle. Kriegt ihr vielleicht noch einen Voidray? Ja, einen kriegt er noch down. Aber das war's dann auch. Protoss kommt hier wieder besser bei raus. Sechs Corruptor nochmal im Bau. Ja, und hier oben soll sich auch zugebaut werden. Von Exangui. 160, 170. Wir gucken nochmal Unit Lost. 9 zu 17.000. Also der Zerg hat hier auf jeden Fall massiv mehr verloren als der Protoss. Auch sein Creep Action hat er hier verloren. Ein paar Spinecrawler hat er hier verloren. Aber dabei war der Unit Mix so gut mit dem Infester, Roach Infester Corruptor. Wenn er da aber nur so ein paar bessere Fangels und Mind Control auf die Kolosse, das kam alles zu spät, hat sich alles feedbacken lassen und es gab nur einen Mind Control und das war zu wenig. Schade, schade. Dafür baut er jetzt hier nochmal seine Spinecrawler Wall neu auf. Beide gleich wieder hier in der Nähe des Supply Caps. Protoss bei 190, Zerg bei 170 gleich. Und hier oben gibt es den War Prism Harass hier mit ein paar Charge Slots hier. 3-3 mittlerweile hier die Upgrades. Und da wundert es mich ein bisschen, warum er drei Forges baut, wenn er dann das Schild-Upgrade nicht mitnimmt. Das Geld dazu wäre da. Fast 4000 Overmans, 1000 Gas. Hier hinten die Bersen gehen jetzt aber down. Das Warp Prisma geht auch down. Zeigt gleich hier in der Mitte wieder ein Go mit den Stalkern. Mit den Voidrays, die immerhin auch 1-1 Upgrades haben. Und 3-3er Kolosse. 42 pro Beam. Und das Ganze mal 4. Da kommt hier mucho grande DPS raus. Da hinten blockieren sich die Units gegenseitig, die Corruptor arbeiten hier gegen die Voids, die gehen down unten, die Roaches versuchen es gegen die Kolosse, aber hier, wo bleiben denn die Mind Controls? Junge, du musst die doch mit deinem parasitären Sporn-Scheiß da ordentlich wegknuspern, aber auch so sieht es ganz gut aus. Die Corruptor haben es jetzt hier geschafft, die Voids aus dem Weg zu räumen, somit jetzt auch freie Bahn mit Marzipan hier auf die Kolosse, denn Stalker waren diesmal keine dabei und der Zerg dreht jetzt hier das Game. Gucken wir jetzt nochmal Unit Lost. Ja, jetzt sehen wir es ganz eindeutig. Jetzt hat hier Protoss den Fight hier ganz klar verloren. Zieht sich jetzt hier zurück in den Schutz seiner Kolosse bzw. Cannons und seiner Warp-Ins. Und hier halt 3-3 die Upgrades. Echt nicht schlecht. Was hat hier der Zerg? Auch immerhin 2-3 schon. 3-3 kommt und auch 3 Amili für die Linge bzw. dann für die Brütlinge. Hier drüben übrigens wieder einen Berserker. Die Echse wurde hier abgerissen. So langsam kommt hier richtig Schwung in die Hütte hier vorne. Die Probes machen chillig Pause, während hier ihre Kollegen noch weiter am Gas sammeln sind. Hier eine Menge Infester wieder am Start. Das Warp Prism zieht sich zurück. Hier vorne der Overlord vertrieben, Echse gestellt von Exangui und Slide kommt ja auch hin. Nochmal 7 Spinecrawler im Bau, 3 Broodlords und jetzt gibt es auch das erste Schild-Upgrade und den Gravity Booster für das Warp-Prisma. Ja, der Zerg steht eigentlich immer ganz gut da, hat ja auch den letzten Fight gewonnen, aber der erste, der war halt so bitter, da hat er so sich kalt erwischen lassen und nochmal 17 Probes. Na, kein Problem. Ich habe schon 70. Er hat da wohl ein paar verloren. Ja, das muss dann, ja, 10 zu 0. Das müssen die 10 Worker in der 3 Uhr Main gewesen sein. Denn die ist ja komplett gefallen. Es gibt hier nochmal einen kleinen vorsorglichen Slide. Schon mal ins Gas gesteckt hier die Worker. Und hier vorne geht's wieder los. Void Race Kolosse gegen Broodlords, Roaches und die Infester, die wieder nur rumstehen. Jetzt hier wieder mal wieder ein vereinzelter Fangel. Feedbacks haben wir hier wieder gehört. Jetzt gibt's auch wieder einen Mind Control. Aber halt nur einen. Ah, die Broodlords hier, er treibt ihn zurück. Er kann aber nichts mehr gegen die Voidrays machen, außer Fangel. Denn keine Corruptor sind am Start. 10 Infester spawnen jetzt aber hier. Und hier vorne gehen
auch welche down, deswegen muss er entsprechend neue nachbauen. Aber hier wieder die Protoss-Armee abgerissen. 170, 120, aber Protoss reinforced ja einfach super schnell mit seinen 2 Millionen Gates-Robos und Stargates. Gar kein Problem. Auf der anderen Seite hier frisch aufgebaute Excel geht schon wieder down. Protoss schlitzt den Zerg auf, sticht ihn ab. Und auch auf der anderen Seite hier vorne die Void Race wollen Action machen, aber hier eine Menge Infested Terrans, kein Problem. Und hier halt mit 3-3er-Upgrades, ist ja ekelhaft. Die sind zwar Schweine langsam, hier der eine macht Moonwalk hier, guckt euch mal den an. Und hier werden weiter fleißig Bersen reingewarpt und die gehen natürlich super ab. Hier 3, 1, 3, die Upgrades, hier wieder alles abgestochen, die ganze Ex ist schon wieder Schrott, 190 zu 130, Zerg. Hat hier arge Probleme, denn auch diese Echse wird hier eventuell gleich fallen. Lass doch die Queen kloppen, wir fangen, scheißegal. Wir stechen, was das Zeug hält. Wir stechen alles ab. Und auch die Rotches, die kriegen hier noch tierisch die Kellen in die Fresse geknallt. Und ja, die Bersen mit Charge 3-3 Upgrades sind einfach so unfassbar stark. Und jetzt hier wieder zwei Expansions abgerissen vom Protoss-Spieler Exangui. 150 zu 130. Wir gucken aufs Army-Tempel. 90 bzw. 100 zu 70. Aber hier wieder Protoss Despot mit den Upgrades. 1-1-1 in der Luft. 3-1-3 am Boden. Alter Verwalter. Aber halt, wie gesagt, auch hier 1-1 in der Luft und 3-3 am Boden. Also da nehmen sie sich beide nix. Upgrades auf beiden Seiten ganz hervorragend. Aber hier die Corruptor. Ui, ui, ui. Und das Warp Prism klappt ein, klappt aus. Ja, jetzt geht's wieder los. Ah, hier vorne klappt er dann hier nochmal aus. Jetzt geht's hier wieder los. Ich denke, das wird hier der Go for the Kill sein für den Zerg. Der kann einfach nicht mehr viel machen. Der hat kein Geld mehr. Der Protoss schwimmt in der Kohle, ist am Supply Cap. Feedback gehen hier wieder schön rein. Die Corruptor sind zwar nett anzuschauen, aber es sind zu viele Voids, es sind zu viele Stalker, es ist zu viel alles vom Protoss hier. 6 Kolosse, nein, 5 jetzt nur hier. Massiver Warp von den Stalkern. Hier gibt es weitere Feedbacks. Der Protoss hier, der reißt alles ab. Ich habe eigentlich eher gedacht, das wird das. Was ist das für ein Protoss, der von 1000 Mal Gebäude baut? Aber er macht es am Ende gut und Keran has left the game. Ja, geiles Spiel, geile Action hier. Und 30 zu 40.000 Units lost am Ende. APM 90 zu 80. Und ja, dann hat hier der Exangui mir das Replay wohl zugeschickt. Hast du gut gemacht. Hat jetzt hier auch schön alles vollgeext. Hat hier oben nochmal Gateways gebaut und Echse. Und hier stand auch gerade noch eine frische Echse. Was mich aber so ein bisschen verwundert hat, ist halt das Opening. One Gate, Expand, sehr, sehr riskant, ohne zu wissen, was der Zerg wirklich macht. Und dann fand ich es halt auch so ein bisschen lustig. Ja, hier 4 Stargates, ja, hier 3 Forges, nochmal 2 Robos, Kolostec, hier Fleetbeacon war auch noch da. Und dann hier Twilight Charge und hier Robotech, alles da, alles. Ich kann alles bauen, ich bin Protoss. Und super stark, hat am Ende funktioniert. Die Gates aber übrigens hier bis zum Ende nicht aufgeklappt, war aber auch nicht nötig. Der hat genügend Action hier vorne, guckt sich an, hier Upgrades, bum bum, alles voll hier vorne, wobbt doch rein wie wilder. Ja, geiles Game, cooles Game, wenn es euch gefallen hat, schreibt was Nettes da drunter. Ich mache jetzt mein Mittagessen warm. Es ist mittlerweile schon, wie spät ist es? Ja, gleich 4:30. Eigentlich wollte ich schon vor 2 Stunden Mittagessen gemacht haben. Aber da habe ich noch ein bisschen mit dem Wishmaster geschnackt. Und jetzt habe ich hier nochmal 1, 2 Replays gemacht. Und ja, klopft euch rein. Adieu. Ich mache jetzt erstmal Pause. Tschüss.